Also, wir haben heute zwei Gäste da, hier in unserem Lager. Ihr seht, einmal der Ronny, der soll sich mal kurz vorstellen. Ich bin Ronny, ich komme aus Worms. Was kann man sagen? Wie alt bist du? Ich bin jetzt bald 18 und ja, gehe noch zur Schule. Ihr seht, Ronny ist auch sehr vintage interessiert, auf jeden Fall. Yes, sir. Ja, wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, irgendwie, was wir euch fragen wollen. Wir wollen das Ganze so ein bisschen aufbauen, wie bei Complex so. Was ihr so von allem haltet. Ich frage einfach mal zum Beispiel jetzt, was hältst du, also was feierst du mehr? Feierst du Polo oder Tommy Hilfiger mehr? Also Polo Ralph Lauren oder Tommy Hilfiger? So? Ich bin dir ehrlich, damals hat Tommy halt viel mehr Krankbuch Vintage gemacht. Polo hat jetzt aber auch zum Beispiel... Komm, wir können ja mal so ein paar Sachen rausholen, so. Diese alten Logos, sonst haben wir, kann man gucken, ob wir auch noch ein neues Logo haben oder so. Too many. Also wir haben jetzt hier so zwei Pieces von Tommy Hilfiger, so. Also zum Beispiel jetzt mal Real Talk. Damals waren die, war das halt so richtig schlicht, aber geil, weißt du? Und jetzt machen die halt wirklich mit diesen neuen Patches in meinen Augen alles so kaputt ein bisschen. Und generell auch zu sagen, dass die New Section von Tommy einfach mir nicht so gefällt. Also ich bin eher... Außer das mit Lewis Hamilton, weil das geht ja wieder so in die Vintage-Richtung ein bisschen. Meinst du das alles hier, Leon? Die haben... Guck, da benutzen die zum Beispiel so alte Logos und so. Ja, das hier ist ganz cool, okay. Ist es nicht so krass, aber... Oder so einer, guck mal, der ist... Der ist ganz cool. Der ist echt ganz cool, vor allem mit den Farben auf dem Logo. Wenn die das wirklich wie früher die Sachen wieder rausbringen würden, dann wäre es auch viel, viel geiler. Aber das ist mit meinen Augen einfach noch ein bisschen... Zu neu, weißt du, wie ich meine? Aber jetzt, was ich sagen wollte, zum Beispiel, guck mal, bei so einem Shirt jetzt, ich weiß nicht, das ist halt so das Ding. Ich hätte jetzt wahrscheinlich das hier und nebendran ein neues so, ich würde wahrscheinlich trotzdem mehr zu dem greifen. Ja. Weißt du, genauso bei dem Shirt, das ist so ausgewaschen und ja, so, dann, das kennst du ja, ja safe von so Band-Shirts oder sowas. Und diesen, wenn du jetzt ein Gilden-Shirt ganz neu kaufst, so komplett ja, schwarz und sowas. Ist so, einfach ja, dieser ausgewaschene Look, ja, allein auch mit dem Vintage oder generell auch bei anderen Sachen, das gefällt mir auch. Viel, viel, viel mehr. Generell würdest du sagen, mehr Tommy oder mehr Polo? Ralph Lauren? I would say Tommy. Okay, Tommy for your mom. Tommy for your mom. Schon irgendwie was ja, anderes. Ja. Also Polo Ralph Lauren hat auch krasse Sachen, aber... Boah, man müsste auch nochmal unterscheiden zwischen Polo Ralph Lauren und Polo Sport, Alter. Yeah. Das ist so, ey, das sind so Welten, Alter. Yeah, so, also jetzt mal Retalk. Ich sag immer so, Polo Sport ist wieder dieses elegante, sporthafte, so richtig geil, weißt du? Das sind die zwei Brands, ja, Alter. Polo referiert findest du manchmal so, weißt du, so ein Hemd oder so, ein Polo Sport, da kannst du alles nehmen. Ja, ist so. Bei Polo Sport findest du auch so zum Beispiel richtig geile T-Shirts, wo einfach mit dem Brand einfach genau hier so sind. Ich hab zum Beispiel eins, das ist schon ein bisschen älter, aber ohne Spaß, es sieht viel so geil aus, im Gegensatz zu so ganz normalen Ralph Lauren Shirts, wo du einfach nur hier so Ralph Lauren steht. Ich finde ganz persönlich so Vintage-Zeug, was einfach in die Sportrichtung geht, Polo Sport oder dieses Tommy Athletics, so wie das Polo gerade ja, ich finde, es ist immer krasser als diese normalen Brands. So, Vintage und dann noch in die Sportrichtung bei den Brands, ist so, das ist der Shit. Das ist ungelogen, der ist Shit. So. Guck mal, alleine wenn du jetzt sowas siehst, hier, warte, ich hab davon, davon haben wir ein paar so. Nike Golf, aber so dieses Logo ist so anders im Gegensatz zu dem normalen. Also natürlich ist das normale genau auch krass, das aber so, das ist halt so eine Sparte davon und trotzdem irgendwie so viel krasser. Also der zweite Gast ist auch am Start, auch aus Worms. Stell dich auch mal kurz vor. Serda, bald 19, auch aus Worms. Ihr seht, wir haben hier, guck mal, zeig mal, was du anhast. So. Also ihr seht, boah, Digga, das hab ich noch nicht gesehen. Ja, ich frage einfach mal so, also jetzt, man sieht bei dir so, ich würde mal sagen, ein paar, wie soll man das sagen, neue Pieces hier, die Supreme Stone Island oder das Acne Shirt, aber auch so ein altes Piece wie die Tommy Jeans, also ja. Kombinierst du da gerne oder mehr so nur eine Richtung, sage ich jetzt mal, nur neue also, Sachen oder? Also auf jeden Fall, es kommt einfach aufs Piece an und wie die Klamotten halt fitten, vor allem das Fade, ob es halt die gleiche Farbe ist mit Vintage Pieces und ja, halt den neuen. Weil meistens sind die Vintage Pieces halt sehr ausgewaschen, muss dann halt trotzdem immer noch passen von der Farbe her alles. Und auf jeden Fall kombinieren. Auf jeden ja, Fall. Man, würde ich auch sagen. Also das ist nicht so ein Ding. Jetzt Ronny zum Beispiel, ihr seht ihn, der rockt nur Vintage, aber
Ich finde, das ist immer so ein Zwischending aus so verschiedenen Faktoren. Und bei mir ist auch immer so, ich rock dann neue Sachen, aber genauso alte. Und vor allem dann die alten krassen Pieces so mit irgendwas Neuem oder so. Jetzt in dem Fall die Tommy Jeans mit dem mit der Supreme Stone Island Vest. Ist schon krass so. Auf jeden Fall ein krasser Outfit. Generell erstmal Props an euch beide für die krassen Outfits. Danke sehr. Ich habe eine schwierige Frage an euch beide. Und zwar, so, wenn ihr rausschaut, ihr seht, es wird wärmer. Was zieht ihr im Sommer an? Weil ich persönlich habe immer übelst den Struggle. Wie kombiniert ihr eine kurze Hose oder so? Also ganz ehrlich, ich bin gar kein Typ von kurzen Hosen. Aber wenn es Sommer ist, dann kommen die grauen Sweatpants. Ganz klassisch. Sowas zum Beispiel. Ja. So, Sommer ist die Zeit, wo du einfach ein bisschen mit deinen Farben strahlen kannst. Ja, generell auch. Ich finde, mit Farben tust du einfach deine Laune ausstrahlen. Auch generell. Ich würde zum Beispiel Sommer. Eigentlich bin ich der Typ von kurzen Hosen. Am liebsten würde ich auch mit Unterhosen rumlaufen. Einfach im Sommer gehört sich eine Dickies-Hose. Dazu noch ein Chills. So eine beige, ne? Ja, oder ja. Generell schwarz, weiß, du kannst alles rocken. Ja. Und einfach ein gut gelauntes Hemd oder ein T-Shirt, womit du einfach rocken kannst. Das ist wirklich ein A und O im Sommer. Dann weiße Tennissocken? Oder? Ja. Kommt wirklich aufs Outfit drauf an. Also rockt ihr wirklich manchmal kurze Hosen ohne so, also ohne Tennissocken? Ja. Ich rock immer Tennissocken, egal. Ja. Wenn ich habe immer kurze Socken, Digga. Bei mir eigentlich kommt drauf an, wenn ich lange Socken zur Verfügung habe, dann auf jeden Fall, also beziehungsweise Tennissocken. Aber so eigentlich nur immer so kurze Socken. Auf jeden Fall, was halt auch mit dem Sommer kommt, ist so, ich kann es von mir selbst sagen, im Winter, ich ziehe mich fast immer dunkel an. Schwarz ja, oder ja. Dunkel oder sonst sowas. Aber im Sommer dann kommt alles, was Farbe hat, raus. Alles. Ey, das macht man automatisch, gell? Das ist einfach so die Vibes einfach. Ja, ja. Safe. Okay. Nein, also ich würde sagen, jetzt könnt ihr noch ein bisschen durchschauen und mal sehen, ob ihr was findet bei uns. Yes, sir. Schon mal die Hosen-Section bei euch sein. Einfach. Okay, Freunde, also die beiden haben was gefunden und sie dürfen mal noch kurz vorstellen, was sie denn gefunden haben. Eine sehr nice, gechillte Jogginghose von The North. Du weißt schon. Fuck. Von The North Face. Ganz gechillt. Yes, sir. Ich habe ein Konzert-T-Shirt gefunden. Keine Ahnung von was oder wem. Aber das Braun ist einfach zu geil. Das wird heavy gut auf den Travis Scott 1ern aussehen. Die nicht mal draußen sind. Die noch rauskommen. Sehr nice, wir bedanken uns. Also Freunde, Video ist vorbei. Wir wollen noch kurz die Auslosung machen. Mau geht einfach einmal durch, ich filme ihn dabei. Er geht mit Augen zu durch die Kommentare und wählt dann jemanden aus, der gewonnen hat. Ich mach so. Und zwar, Leute, ich gehe, weil das wäre ja unfair für die, die zuletzt einen Kommentar geschrieben haben, weil sie ganz oben sind. Ich gehe ganz oft hoch und runter und irgendwann mache ich einfach so. Und was auch immer da ist, der hat gewonnen, okay? Gut. Also. Sieht bestimmt nice aus. Ihr seht. So läuft bei uns wirklich die Auslösung. Epic unterstrich i unterstrich Atomis. Gutes Video, ein paar 3 wäre nice. Du hast gewonnen. Wir schreiben dich auf jeden Fall an. Ja. Freu dich auf die Sachen, vor allem auf das Obama-Tee. Ja, sehr nice. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, Gewinnspiel, was auch immer. Ah, warte, das war voll cringe. Ja.